Machen Sie sich schlau, in welcher Weise wirklich Ihre eigene Meinung entsteht. Seien Sie mit sich selbst kritisch, ob das, was Sie denken und meinen, tatsächlich Ihrem eigenen Mist gewachsen ist oder ob es nicht doch sehr stark von Kräften, die von außen kommen, gelenkt wurde. Ich bin hier auf dem Symposium Manipulierte Gesellschaft in Hanau. Ich habe jetzt hier eine Veranstalterin oder die Hauptveranstalterin hier bei mir im Gespräch, die Frau von Bever-Förde. Ich begrüße Sie hier bei uns bei Weltbeben 2020 und wollte natürlich einfach mal wissen, Sie haben das jetzt ohne Fragezeichen formuliert, wie manipuliert ist denn unsere Gesellschaft heute? Ich glaube, dass wir in verschiedensten Bereichen ziemlich stark manipuliert sind. Wir haben es ursprünglich ja auch nochmal bei unserem Aufruf zu diesem Symposium, zu der Einladung, nochmal sehr klargestellt, dass gerade diese ganze Regenbogenbeflaggung, diese LSBT-Propaganda an allen Ecken und Enden, die ja wirklich inzwischen jedem auffällt, dass die so stark uns an allen Stellen begegnet, dass man schon merkt, dass wir an dieser Stelle wirklich sehr stark gelenkt werden, unsere Meinung hier ganz klar manipuliert werden soll und auch manipuliert wird. Aber das ist nur ein Teilbereich. Es gibt ja viele andere Bereiche, in denen das genauso passiert. Gucken Sie sich die ganze Klimageschichte an, die Thematik Corona. In verschiedensten Bereichen werden wir wirklich massiv in ganz bestimmte Richtungen gelenkt, was wir zu denken und zu glauben und zu tun haben auch. Und Propaganda ist ja nicht nur Meinungslenkung, sondern es ist auch letztendlich Handlungslenkung. Wir sollen ja auch zu bestimmten Verhaltensweisen gebracht werden. Und das alles besser zu verstehen und besser zu verstehen, wie die Mechanismen laufen und sie zu erkennen, das soll dieses Symposium heute uns bringen, uns damit stärker auseinanderzusetzen, Anregungen zu bringen, uns da wirklich zu vertiefen, welche Methoden da angewandt werden, damit wir sie auch die Muster erkennen, wenn wir etwas im Fernsehen gucken oder wenn wir Radio hören, dass wir merken, wenn wir manipuliert werden sollen. Und das ist das Ziel unserer heutigen Veranstaltung. Und ich glaube, da haben wir schon sehr, sehr interessante Beiträge gehört. Ja. Genau, bei den Beiträgen sind wir schon. Die Redner, ich habe jetzt gerade auch Teile der Reden mit aufgenommen und mit verfolgt. Die Einladung geht ja noch ein Tick weiter. Warum funktioniert Propaganda? Also Propaganda, sagen wir mal so, die Goebbelsche Propaganda, die kennt, glaube ich, die Weltbevölkerung. Allerdings ist ja heute viel diffiziler und was war der Grund für diese Rednerauswahl, wie sie die jetzt hier getroffen haben? Es ist ja ein bisschen so Geschichte, Propaganda, dann Methoden. Dann hat man nochmal so eher die journalistische Schiene, die mich ein bisschen interessiert. Also warum haben Sie für diese Redner entschieden und warum waren die Ihnen besonders wichtig? Also Gabriele Kubi zum Beispiel ist eine große Mitstreiterin für unsere Themen schon seit sehr langer Zeit. Sie ist eine hervorragende Referentin. Und sie hat eben gerade ein Buch über das Thema Propaganda geschrieben, was ich ausgesprochen lesenswert und empfehlenswert finde. Das war schon mal ein entscheidender Grund, dass wir sie eingeladen haben. Dann haben wir den Herrn Schuler zum Beispiel. Herr Schuler ist einfach eine wirklich spannende Person, weil er halt natürlich als Bild-Hauptstadt-Korrespondent einfach ganz interessante Einblicke hat in das politische Leben und eben auch in diese Verbindung Politik-Medien. Und deswegen waren wir sehr, sehr happy, dass er uns so auch wirklich so spontan gleich zugesagt hat. Also ich denke mal, das war ganz klar. Der Herr Mehnert, der ist eigentlich zu uns gekommen, weil wir jemanden gesucht haben, der uns diese Methoden wirklich auch nochmal fachlich besser und genauer erklären kann. Und wir sind einfach auf ihn gekommen, weil er hat dieses Buch veröffentlicht, 80 Methoden der Meinungslenkung oder so ähnlich, was wie so eine Art Kompendium ist, wo man also auch wirklich schnell nachschauen kann und sich das wirklich mal, diese verschiedenen Strategien und Methoden überblicksartig begreifen kann, wie wir manipuliert werden. Also diese Mischung war für uns einfach wichtig. Wie gesagt, das Ganze sollte eine Anregung sein für die Teilnehmer hier und auch für die Zuschauer, die dann die Vorträge dann später auch im Internet gucken können, sich tiefer mit der Materie auseinanderzusetzen, weil unseres Erachtens ist dieses Metathema sehr, sehr wichtig, denn es reicht nicht mehr, sich heutzutage inhaltlich argumentativ auseinanderzusetzen, weil diese Auseinandersetzung eben, das haben wir heute auch in den Vorträgen gehört, eben vielfach auf emotionaler Ebene geführt wird. Und
Logik und echte Argumente gar keine Rolle mehr spielen vielfach, sondern nur noch die Emotionalisierung, die Moralisierung von bestimmten Positionen uns in eine bestimmte Richtung drängt. Und das zu verstehen und sich damit auseinandersetzen, das halten wir wirklich für elementar, damit wir dann unsere inhaltlichen Themen, also gegen Genderideologie, gegen die Sexualisierung der Kinder, für die Ehe, für die Familie, auch wieder unter diesem Aspekt richtig auch selbst quasi verbreiten können. Und auch eben immunisiert, uns selbst immunisieren können gegen diese Manipulationsversuche. Gerade das Thema Familie kam ja immer wieder raus, der Rückzugsort, der Hafen, nenne ich es mal, oder erst gerade war die Rede vom Rettungsring, der Anker, nenne ich es mal so als solches. Nee. Ihr Format jetzt Demo für alle oder Ihr Verein und es geht ja auch sehr stark in Familie und dergleichen. Wie geht es mit Ihnen weiter zukünftig? Also was planen Sie so an nächsten Themen? Demo ist ja momentan für viele jetzt nicht so ganz mehr das Wahl, Mittel der Wahl. Also was tun Sie? Also unsere Themen sind klar, hatte ich gerade schon genannt. Ehe, Familie, Genderideologie, Sexualisierung der Kinder, das sind so unsere wichtigsten Themen. Aber diese ganze Trans-Ideologie ist im Moment natürlich ganz, ganz spannend und aktuell. Wir haben zum Beispiel eine Webseite herausgebracht, keinmädchen.de heißt die, wo wir uns gezielt wenden an junge Mädchen, die sich mit dem Gedanken tragen, ihr Geschlecht zu wechseln. Also nicht keine Mädchen mehr sein wollen, weil sie von dieser Propaganda aufgesogen und in eine irrsinnige Richtung geführt werden und die wirklich in der Gefahr sind, auch ihre Brüste abschneiden zu lassen, ihre Fruchtbarkeit zu zerstören. Und um sie quasi ein bisschen abzuholen und ihre eigentliche Problematik, sie darauf zu bringen, haben wir eine entsprechende Webseite aufgelegt, die wirklich sehr sensibel sie dort anspricht und versucht, ja, letztendlich sie davon abzuhalten, in der Hoffnung, dass sie dann auf dieses Ergebnis selbst kommen, ohne dass wir sie jetzt bevormunden. Naja, also das sind so Dinge, wir machen ein breites Spektrum an Sachen. Ganz wichtig ist immer auch Aufklärung. Wir machen große Aufklärungskampagnen an Eltern, an Politiker, an die gesamte Öffentlichkeit, natürlich auch an Journalisten, wenn sie es denn wollen, über diese Themen, weil eben so viel Propaganda und Ideologie dahinter steckt. Und wir versuchen das entsprechend an den Mann zu bringen, die Dinge wieder richtig und gerade zu rücken und die Hintergründe aufzuzeigen. Und das Zweite, was wir auch immer intensiv tun, ist, wir sind Aktivisten in dem Sinne, dass wir eine große Basis mobilisieren über unsere Newsletter, über, was weiß ich, Veröffentlichungen. Ihre Meinung, Ihre wirkliche Meinung, Ihre Gegenmeinung auch an die Politiker, insbesondere an die Abgeordneten, mit Telefonanrufen und mit E-Mails und Briefen und Besuchen heranzutragen. Ja? Weil nur wenn wir den Druck von unten, aus der Bevölkerung, von den Bürgern, an die Politik hinbekommen, schaffen wir es auch, in bestimmten Themen dort etwas zu bewegen politisch, Dinge zu verhindern oder auch gute Dinge auf den Weg zu bringen. Und das sind unsere beiden Kernbereiche. Also, ja. Ja, Sie hatten es gerade jetzt schon angesprochen gehabt, das vielleicht noch wirklich am Rand mal erwähnt, das Thema Selbsttötung, Suizidbegleitung, gesetzmäßig soll da in den nächsten Tagen was passieren oder zumindest, sage ich mal, gesetzgebungsmäßig, was ja eigentlich ein gutes Freiheitsrecht sogar ist, beim mündigen und verantwortungsbewussten Bürger, würde ich jetzt mal sagen. Aber Ihnen ist es ja eine Herzensangelegenheit, tatsächlich da wirklich Stellung zu beziehen. Und weil ich so rausgehört habe, Ihnen erscheint die Mündigkeit des Bürgers da vielleicht doch noch nicht weit genug zu sein, oder? Also, oder das Mindset, nenne ich es mal. Ja gut, also in dem Fall geht es jetzt darum, dass da auch wiederum eine lebensfeindliche Gesetzgebung jetzt droht. Weil man weiß aus Erfahrung, also die Fachverbände auch, die wissen sehr gut, dass viele Menschen, die jetzt das Bedürfnis haben oder die auf die Idee kommen, sich selbst töten zu wollen, dass das zumeist oder fast immer damit der Grund dafür ist, dass sie in irgendeiner Weise entweder Schmerzen haben oder sich in einer ausweglosen Situation wähnen oder sehen,
und eigentlich Hilfe brauchen. Das ist eigentlich ein Hilfeschrei. Und wenn man es ihnen jetzt so leicht macht, sich quasi töten zu lassen, dann ist es eigentlich das Schlimmste, was man tun kann. Diese Menschen brauchen meistens Hilfe in irgendeinem speziellen Bereich. Ob es nun psychische Unterstützung, also psychotherapeutische Unterstützung ist oder ob es finanzielle Unterstützung ist. Aber sie brauchen nicht, dass ihnen jemand sagt, ja wunderbar, komm her, ich gebe dir hier jetzt die Todespille. Ja? Genau das sollen wir nicht tun. Und das ist wirklich widerstrebt unserem ganzen Menschenbild, das jetzt auch noch zu fördern. Das Ganze wird nämlich so als eine freiheitliche und Sache verkauft. In Wirklichkeit ist es eine lebensfeindliche, ja im Grunde auch menschenverachtende Idee, die da nämlich hintersteckt. Ja, dann sollen die doch weg, die Menschen. Schlimm. Deswegen wollen wir das nicht und wollen die Abgeordneten in dieser Richtung auch mobilisieren. Sehr gut. Dann denke ich, nähert sich das Interview dem Ende. Wir machen es bei uns immer so, dass wir am Ende nochmal einfach eine Botschaft nochmal von unseren Interviewpartnern hören möchten. Also einfach, die Weltbevölkerung ist jetzt hier hinter der Kamera statt meiner Person und Sie dürfen eine Botschaft rausgeben von sich ganz persönlich. Hier bitte zu uns. Nach diesem Symposium möchte ich Ihnen eigentlich vor allem ans Herz legen, machen Sie sich schlau, in welcher Weise wirklich Ihre eigene Meinung entsteht. Seien Sie mit sich selbst kritisch. Ob das, was Sie denken und meinen, tatsächlich auf Ihrem eigenen Mist gewachsen ist oder ob es nicht doch sehr stark von Kräften, die von außen kommen, gelenkt wurde. Und machen Sie sich wirklich mal, beschäftigen Sie sich mit diesen ganzen Manipulationstechniken. Es werden Ihnen Augen aufgehen und es wird Sie befreien. Also ist mir zumindest auch so gegangen, weil auch ich selber bin da nicht gefeit in irgendeiner Weise.